Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande, fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Ja, das gefällt dir. Das verstehe ich schon. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Na gut, das Einzige, was die Ruinen von den anderen unterscheidet, ist, dass dort die riesengroße Maschine gestorben ist. Und dass eine Tür zu euch gesprochen hat. Ich muss auch nochmal darauf eingehen, dass die Urmutter diese Tür zu sein scheint. Sie haben meine Tür angebetet. Okay, na, ich meine, sie wussten es nicht besser. Das wird aber alles noch super spannend. Oh wow, das hat jetzt einen sehr interessanten Turn genommen, muss ich sagen. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Nuralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa. Für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Sie hat es also überlebt. Oh, wow. Ich würde mal sagen, können wir die Leute einfach grüßen? Ich habe einige Zeit in der Wildnis verbracht.
Das haben wir schon mal gemeinsam. Na also, erste Kleinigkeiten zählen doch schon mal. Wie wilde Bestien. Als würde ihnen der Metallteufel böse Worte einflüstern und sie verderben. Na, vielleicht ist es auch so. Wir werden noch sehen. Oh je. Da ist jetzt sehr viel passiert. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ach, Mann. Viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Grundlegend habe ich keinen gerettet. Das ist das Traurige dran. Wir haben es ja versucht. Aber im Endeffekt sind alle gestorben. Auch Vala und der komische Bengel. Ich habe vergessen, wie er heißt. An Vala kann ich mich erinnern. Ach je. Okay. Ach, jetzt sind wir in Mutters Wacht. Aha. Ha! Regen ist gar nicht so übel. Ja, nach solchen Ereignissen. Nur wenige, die sie gesehen haben, kehrten zurück. Ungläubige. Aloy! Niemand kennt ihren Stamm. Aloy! Ach du, ja, jetzt schreit doch nicht so. Der Urmutter sei Dank. Du bist. Ich hörte davon. Aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene, so in der Art. Ja, ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin, sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Ich muss jetzt gehen, Tab. Urmutter schütze dich. Okay, aber es haben scheinbar dann welche überlebt, okay. Die Ausgestoßene nähert sich.
Ja, jetzt nicht. Wenn du nicht gewesen wärst, wären bei der Erprobung alle gestorben. Angeblich einen Dämon geben ein Ding aus. Dunklem Metall, das alle Maschinen verderben kann. Wo ist er hergekommen? Man sagt, er durchbrach die Tore des Beckens. Wer ist Mann? Baal und seine Leute, sie wollten ihn stoppen, aber der Dämon war zu schnell, zu mächtig. Baal ist närrisch mit seinem Tor. Hier, bei Mutters Wacht, leisten wir unseren Widerstand. Bisher sind es 8 Gruppen aus Mutterherz, die Hymne singen werden, und mehr sind unterwegs. Gut. Alle wahren Nora werden gemeinsam die Hymne singen. Sie ist immer noch da. Mir egal. Aber Freunde, ein Tor und ein paar Leute, die eine Hymne singen, werden euch nicht vor dem Vier beschützen. Das wisst ihr, oder? Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tirsa und Jezza jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Oh Mann. Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon. Urmutter, gib uns Kraft. Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Oh, ich soll doch nach hinten. Oh Gott. Passt auf die Läufer auf. Sie sind verrückt geworden. Ja, erstmal die Läufer erledigen. Bevor die zu einer Bedrohung werden. Oh Gott, ich dachte, wäre gestorben. Also, verletzt worden. So, euch können wir später looten. Ah, nicht schnell genug. Oh, oh, Dämon. So, jetzt bist du an der Reihe. Was hast du? Verderber. Oha. Können wir dich vielleicht erstmal ein bisschen durchlesen? Ah ja, guck mal. Diese tödliche Kriegsmaschine lag lange unter der Erde und ist hitzeempfindlich, aber dennoch sehr beweglich. Okay, Feuer, Granatwerfer, Abriss, Stachelwerfer, Abriss, Hitzekern. Der Hitzekern ist weiter innen. Dieses Bauteil liegt frei, wenn die Maschine überhitzt. Oh, okay. Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Stachelwerfer-Fernangriff, den Granatwerfer-Fernangriff. Harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Okay, die anderen Sachen können wir abreißen und dann halt mit Feuer auf ihn drauf. Oh Gott. Wow. Oh meine Güte. Oh Gott, ja. Ja, mal ein Tränkchen. Das war nicht so gut. Kannst du mal aufhören mit deinem
Oh Gott. Vor allem kannst du aufhören, auf mich die ganze Zeit zu gehen. Wieso konnte ich keinen Pfeil auswählen? Ich komme gerade eben noch nicht so wirklich von ihm weg. Das ist aber gerade eben schwierig, weil ich komme halt überhaupt nicht weg von ihm. Wieso kann ich denn keinen... Hä? Was ist denn los? So, jetzt... Na, also. Kann das Ding mal endlich abreißen? Und was, wann überhitzt du endlich mal? Oh mein Gott. Au. Das Ding ist richtig mies. Nein, so rum. Ich meine, Feuerpfeile kann ich halt benutzen... Das war eigentlich das Falsche, was ich tun... Das war also nicht das, was ich tun wollte. Ach so. Wenn er überhitzt, ich muss ihn mit Feuer angreifen, damit er überhitzt. So ist das. Jetzt bin ich so gut wie tot. Okay, er ist zum Glück nicht auf mich gegangen. Na, es braucht schon eine ganze Weile, bis er überhitzt. Wow. Ah, jetzt brennt er gleich. Das ist, glaube ich, so eine Anzeige, die es mich schon wieder getroffen hat. Ist aber auch echt schwierig, von solchen Sachen wegzukommen. Meine Güte. Ja, einfach auch wieder nicht brennt, ne? Also. Ja, toll, keine Munition. Und wir können auch keine herstellen. Oder können wir? Ja, können wir. Glück gehabt. Gerade noch genügend Pfeile. Aber ihn irgendwie zum Überhitzen zu bringen, ist ja sowas von schwer. Nein, geht dann halt auch immer die falsche Taste drück. Oh Gott. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich meine, jetzt ist er gleich so tot, aber wie soll ich denn das Überhitzen da aktivieren? Ja, jetzt bin ich gleich tot. Kann ich Heiltränke herstellen? Was ist das denn? Wow. Nee, herstellen. Einen Gesundheitstrank kann ich machen. Gerade so. Oh Gott, nein. Ich bin so gut wie tot. Nein. Was? Ach, Mann. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich jetzt erst wieder rauskomme, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Das war ja viel zu übertrieben. Ich hätte vielleicht auf den Teilen bleiben sollen, die abzuschießen. Krieger, macht euch bereit! Meine Güte, was ist das denn für ein Ding? Einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da ich dachte vor allem halt auch zuerst, dass wir dort raus irgendwie sollen. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Nein, wie er gleich zu mir will. So, du hast gerade eben gemacht. Und weg. Das muss ich sagen, oh Gott, da ist auch nochmal ein Läufer. Das verstehe ich nicht ganz, wie man ihn denn gescheit besiegen soll. Mit Feuer sehe ich da irgendwie nicht wirklich viel. Eher seine Körperteile abreißen. Das macht halt wenigstens ein bisschen Schaden. Die ganze Zeit wegrollen, bis er dann mal wieder so ein bisschen langsam ist. So, können wir uns hier vielleicht mal um den letzten Läufer kümmern? Ja, also. Machen wir uns mal den Maschinenkill. Wo ist er denn hin? Ach da. Wieso steht er noch dort? Oh. Weiter dort drauf. Das Ding geht mir nämlich am meisten auf die Nerven. Der macht aber auch einen Aufstand. Ja, wird nicht getroffen. Wobei, der Granatwerfer verbrennt mich ja. Nein, oh meine Güte. Ich komme halt nicht schnell genug weg, wenn er auf mich springt. Falsche Taste.
habe halt nicht wirklich was, was ich gegen ihn tun kann. Er ist aber halt auch voll aggro auf mich. Okay, da ist er nicht direkt zu mir gesprungen. Kannst du mal so eine Sache verlieren? Meine Güte, er ist ja beinahe tot und verliert einfach nichts. Wir können hier halt auch nicht unbedingt mit Dings aufbauen. Das ist das Problem. Eine Stolperfalle. Die würde ich halt ganz gerne. In der Wildnis wäre das eher... Ach, es trifft mich immer wieder so am Ende dann, wenn der Stein aufkommt. Ich weiß, dass du... Oh mein Gott, dass du mir anspringen willst. Eine andere Falle wäre doch auch besser. In Bewegung bleiben. Wie lange braucht das? Weil das könnte doch helfen. Ich meine, jetzt ist er eh so gut wie tot. Das war also eigentlich Blödsinn. Was braucht das denn? Er ist doch schon ziemlich nah. Wie aktiviert sich die? Das war gemein. Ist die vielleicht jetzt ein bisschen blöd ge... Oh, okay. Na also. Hä? Oh, wow. Erledigt! Der Dämon ist tot! Andere Maschinen übernehmen. Was ist dein Geheimnis? Okay, dieses Ding, aber ich hab's nicht ganz verstanden mit dem Überhitzen. Also ich glaube nicht, dass es mit Feuer... Hä? Weil ich habe ja einige draufgeschossen. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich hätte beim ersten Mal wirklich einfach weiterhin die Dings machen sollen. Nein! Na toll, jetzt habe ich die nächste Feuerfalle. Ja, genau deswegen würde ich sie gerne wieder aufnehmen. Oh Mann. Metallscherbe, Spule, Schock, Metallbrand. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Der Leib des Berges. Haben wir abgeschlossen. Meine Güte, holen wir uns noch das andere Zeug. Ah, Metallbrand gibt es dann. Okay, Überbrückung freigeschalten. Psi verfügbar. Hä? Überbrückung freigeschaltet. Wächter, Langhals, Stürmer, Läufer, Breitkopf. Die Hälfte davon kenne ich ja gar nicht. Eine Sucherin vor den Toren. Okay. Etwas Vorrat. Das Biest war ja mal richtig fies. Auch der erste Tod. Aber das war ja so übertrieben, was das Ding alles konnte. Und das hat halt so viel ausgehalten, auch von den Körperteilen her. Das war es halt. Wenn wir da mal irgendwas abreißen konnten. Aber es war ja, ich habe ja mich voll auf den, Nadelschießer konzentriert, oder wie das Ding hieß. Und es ging ja einfach nicht kaputt. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas falsch gemacht habe. Ich denke, die Falle hätte ich einfach präziser und früher auch legen müssen. Das war gar nicht schlecht. Ich dachte, dann bekomme ich auch den Dings, den kritischen Angriff, aber der schien leider nicht zu gehen, weil er nicht lang genug am Boden lag. Aber das war schon ziemlich heftig. Heftiges Biest. Schade, leider meine zweite Falle, das wollte ich natürlich nicht. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Ja, das machen wir, aber erst später. Erst beim nächsten Mal definitiv, weil das war jetzt lang genug. Es war natürlich nochmal ein harter Kampf zum Ende. Unser erster großer Boss,
wenn man sagen will, dass der Sägezahn unser erster Boss war, dann unser zweiter. Der hat aber schon mal gut vorgelegt. Den ersten Boss konnten wir halt so ein bisschen mit Geschick erledigen, sage ich mal. Bei dem, ich hätte versuchen können, eine Stolperfalle zu spannen, während ein Haus noch steht, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte. Und ich brauche ich zwar, oder hätte ich es einfach bloß auf den Boden legen können? Ansonsten wäre eine Stolperfalle halt möglich gewesen. Der hat ihm bestimmt auch Schaden gemacht. Ich weiß aber nicht, wie das ist. Na, ob ich dafür Wände brauche oder einfach bloß einen Boden. Da hätte ich es vielleicht wirklich mal ausprobieren sollen mit der Stolperfalle. Ansonsten war die Sprengfalle auch ganz gut. Also ich habe einiges falsch gemacht, definitiv. Aber oh, das Vieh war halt auch heftig. War aber auch allgemein ziemlich heftig, was da so lief, muss ich sagen. Wir haben heute sehr viel mitbekommen. Wir haben mitbekommen, in Anführungszeichen, wer unsere Mutter ist. Wir sind nicht bloß zu einer Kriegerin und auch nicht bloß zu dieser Gewinnerin von der Erprobung geworden, sondern auch gleich noch zu einer Sucherin und haben jetzt sogar die Erlaubnis, überall hinzugehen, wo ich mich eh davor noch gefragt habe, wie das genau stattfinden wird, dass wir später immer noch in Ruinen dürfen. So ist es jetzt. Und ja, wir haben eine ganz neue Bedrohung. Sowohl die Angreifer mit ihren auch komischen, Fokus. Und natürlich den Verderber, die scheinbar beide irgendwie zusammenhängen. Also die scheinen irgendwie auch so ein bisschen von der alten Welt zu sein und haben vielleicht entweder den Verderber mitgebracht oder andersrum. Das ist so die große Frage. Bin hier noch sehr gespannt, wie das Ganze noch laufen wird. Ist aber eine sehr interessante Geschichte, auch das mit dem Berg, beziehungsweise auch mit der Urmutter. Ist das Ganze einfach bloß, ich sag's jetzt mal von Fallout her, theoretisch ein Vault, wo die Leute drin sind, die sich so ein bisschen versteckt haben und sie dann vielleicht draußen geblieben ist? Also jetzt Aloy, weil es sieht halt irgendwie so aus oder irgendwas anderes, so eine Art Bunker oder so irgendwas ist in dem Berg. Und wir müssen mal schauen, ob wir das irgendwie lösen können. Davon müssen wir jetzt aber definitiv erstmal nach Meridian. Und das dort erkunden. Ich bin mal höchst gespannt, was uns dort draußen alles erwartet. Und jo, damit würde ich auch sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Horizon Zero Dawn. Wenn wir das Becken voll abschließen, so in die Ruinen nochmal gehen und sowas. Und uns dann auch auf die große Weiterreise durch die Wildnis machen. Und dann schauen wir mal, wie denn Meridian so aussieht. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ich bin noch viel gespannter, wie das auch mit dem Maschinenübernehmen funktionieren wird. Da haben wir jetzt ja auch eine gute Möglichkeit und können jetzt einige kleine und scheinbar sanftere Viecher auch übernehmen. Das müssen wir dringend mal ausprobieren. Und ich muss noch einiges mit den Spezialsachen lernen. Sowohl Fallen als auch die Stolperfalle sind bei solchen Viechern, glaube ich, sehr wichtig. Und das habe ich jetzt gemerkt, weil normale Pfeile helfen scheinbar bloß eine gewisse Weise. Wobei ich immer noch nicht ganz verstehe, wie ich ihn hätte überhitzen lassen sollen. Es hätte ja mehr oder weniger funktioniert, aber sind meine Feuerpfeile einfach zu schlecht oder hätte ich noch länger drauf schießen müssen? Aber wenn ich mal kurz zwei, dreimal gerollt bin, war das ganze Feuer ja schon wieder weg. Also das war ein bisschen merkwürdig. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also dann, ciao!